Heute zeige ich euch, wie man aus diesen einfachen Körnern leckeres Backmalz zum Backen von Broten macht. Viel Spaß dabei! Heute gibt es etwas ganz Besonderes, Backmalz. Hier ist der erste Tag. Ich habe hier 500 Gramm Weizenkörner verwendet und die tränke ich jetzt erst einmal. Und das Ganze wird dann für 12 Stunden erstmal stehen gelassen. Ich habe natürlich die genauen Zutaten in der Infobox verlinkt, so wie immer. Und am Anfang habe ich gedacht, Backmalz. Was ist denn das für ein Quatsch? Braucht kein Mensch. Doch ich habe festgestellt, wenn ich die ganz normalen Brötchen und das ganz normale Brot damit backe, die Kruste wird tatsächlich noch ein bisschen krosser, also richtig toll. Das gibt nochmal einen ganz leckeren Geschmack und die Hefe geht total gut auf. Gerade bei den Sonntagsbrötchen habe ich das festgestellt. So, das waren die Weizenkörner vor dem Wasserbad. Hier jetzt, wo sie 12 Stunden da drin gebadet haben. Wichtig, stellt das Ganze immer zum Beispiel in einem Abstellraum dunkel. So sieht das Ganze aus, wenn das Wasser weggelassen wurde. Und dann werden sie wieder für 12 Stunden in den Abstellraum gestellt, in ein Sieb. So sieht das Ganze nach weiteren 12 Stunden aus. Dann werden sie mit klarem Wasser durchgespült. Deswegen ist es gut, wenn es in einem Sieb ist. Dann rühre ich das noch ein bisschen um, dass auch alle Körner mal oben sind. Lass es wieder im Trocknungsraum. Nach weiteren 12 Stunden sieht das dann so aus. Und wenn ich das gewaschen und gerührt habe, könnt ihr schon mal hier die kleinen Kernchen, die fangen an zu keimen, das ist voll süß. Wieder 12 Stunden stehen gelassen. So sieht das Ganze oberflächlich aus. Und wenn ihr es dann nochmal spült und umrührt, also im Inneren, sieht man dann, da tut sich immer mehr als oben an der Oberfläche. Also nicht wundern. Ich habe mich nicht vertan mit den Bildern. Weitere 12 Stunden nach der kalten Spülung sieht das Ganze so aus. Ich spüle es wieder mit kaltem Wasser durch, rühre es wieder um. Hier könnt ihr wieder das Ergebnis sehen. Noch einmal vom Nahen. Also die müssen auch weiß sein, das ist ganz wichtig. Ich habe das nochmal detailliert, wie gesagt, in der Infobox. Weitere 12 Stunden. Da hat sich eigentlich ordentlich was getan. Beziehungsweise 6 Stunden, Entschuldigung. Nicht 12 Stunden, 6 Stunden. Und dann ist der Zeitpunkt da, wo ihr final fertig werdet. Also ihr nehmt jetzt diese gekeimten Weizenkörner. Also ich habe Weizenkörner genommen, weil ich häufig eher Weizenbrot backe. Backt ihr eher Roggenbrote, nehmt ihr natürlich Roggenkörner. Geht natürlich auch mit Gerstenkörner und ich glaube Dinkelkörner kann man dafür auch verwenden. Das Ganze breite ich auf ein Backblech aus und lasse es dann erst einmal trocknen. Das geht am besten im Backofen, normalerweise circa eine Stunde bei 60-70 Grad. So sieht das Ganze aus. Dadurch, dass ich meine vorher durchgespült hatte, hat es länger gedauert. Und dann wird es bei 170 Grad nochmal so circa 40 Minuten geröstet. Dabei immer mal wieder ein bisschen umwenden. Die abgekühlten Körner mahle ich dann in der Gewürzmühle. Das funktioniert aber auch im ganz normalen Mixer sehr gut. Je feiner die Körner dann gemahlen werden, umso einfacher ist es später dann für den Teig bzw. die sich darin befindliche Hefe, das dann aufzuschlüsseln und zu verwerten, damit es noch fluffiger, leckerer und krosser wird. Ihr verwendet einfach 30 Gramm pro Kilogramm Mehl. Und ich bin gespannt, habt ihr schon mal damit gebacken? Hattet ihr es gekauft oder auch selber gemacht? Wie ist es euch gelungen? Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung und wünsche euch viel Spaß dabei.